Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Da sind wir wieder. So, wir haben hier unseren schönen Zoo hier gebaut, der mittlerweile auch Strom hat. Ob der großartig besucht wird, weiß ich nicht, aber es sieht zumindest so aus, als wenn hier Leute hinrennen. Gut, die haben ein Müllproblem, aber das haben ja alle in der Stadt. Ja, ein paar sind reingerannt, auch wenn es nur 24 waren. Es sind ein paar reingerannt, sehr schön. Wir werden jetzt einmal ganz kurz... Ich glaube hier nicht, aber ich würde hier gerne noch eine Straße haben, das hatte ich ja auch gesagt. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, ob ich das von hier rüberziehe. Oder von da, aber ich glaube, ich tendiere eher dazu... Was hatte ich hier denn für eine Straße genommen? Die falsche, die muss ich einmal kurz ausbessern. Da soll ja... Die mit Bäumchen hin, sieht viel, viel besser aus. So. Aber das dürfte jetzt kein Problem sein. Zack, zack, zack. Ich hoffe, er hat jetzt nicht wieder Ampel und das da reingeklatscht. Sieht nicht danach aus. Spuren und so stimmen hier auch noch. Nee, Spuren stimmen nicht mehr. Sehe ich gerade. Aber Ampeln sind hier keine. Nein. Nur die Spuren stimmen nicht mehr. Aber das ist ja nur das kleinste Problem. Das kriegen wir wieder hin. Denn einmal da. Und hier nochmal. So. Und zwar habe ich jetzt überlegen. Von hier wird es schwierig, weil hier schon so eine Kreuzung ist. Aber es muss definitiv hier noch eine Straße vorbei. Ah, mal gucken. Hier wird es auch schwierig. Gut, den könnte ich notfalls ein bisschen verschieben. Werde ich wohl auch mal tun. Warte mal, der müsste einmal ein Stückchen nach unten. Schiebe ich gleich wieder in die Straße ran. So ist das nicht. So, den möchte ich mich gerne einmal die Straße von ungefähr hier. Ah, dürfte genug Abstand sein von der Kreuzung da oben. Hier vorbei. Ungefähr so, mit ein bisschen Abstand. Bloß, wie mache ich es hier? Hier ran will ich ungern. Aber die könnte man noch so schräg ranbauen. Das ist doch... Warte mal, wenn ich... Das ungefähr hier so. Und dann so. Ah, so komme ich nicht ran. Ne? Und das ist mir schon wieder zu dicht. Wenn ich den von hier so runter... Und dann daran... Geht, ne? Kann man ja mit Movement noch ein bisschen zurechtschieben. Aber dann passt das auch. Wieso läufst du schon wieder langsam? Das sollst du doch gar nicht. So. Ja, guck, es ist nicht mehr ganz so schräg. Hier geht das. Alles klar. Dann kurz nach Ampeln gucken und Spur einstellen bei den beiden Enden. Das geht mich darum. Ich will noch so einen kleinen Nebeneingang mit reinbauen. So, da die Ampel aus und hier die Ampel aus. Dann kurz die Spuren an den beiden Enden einstellen. Zack, zack, zack. Da einmal. Und dann nochmal hier. So, sehr schön. Das freut mich. Ja, das klappt doch. Müsste eigentlich. So, wenn ich mich hier jetzt... So bin ich noch? Den Nebeneingang. Das ist das. Ah, da müsste ich das Parkgebiet ein Tickchen erweitern, aber... Ah, so geht's, ne? Hier nicht mehr, aber da geht's. Okay. Ja. Und dann einfach noch einen kleinen Weg mit ran, dass sie von hier auch reinkommen. Zack. Sehr schön, sehr schön. Das wollte ich nämlich. Und jetzt baue ich da erstmal den Zaun rum. Und das dürfte eigentlich relativ fix gehen. Nee, nicht von hier. Von hier einmal. So ist besser. Ja, ihr Löwen, ihr könnt mich gerne angrunzen. Der Zaun kommt trotzdem. Ob ihr nur wollt oder nicht. So, dann einmal hier rum. Hier vorbei. Passt das? Ja. Hier dann wieder. Dadurch. Und wir wollen ja nicht, dass Leute ohne Bezahlung hier die Tiere begutachten. Das geht nun mal gar nicht. So, bisschen rundlich. Genau, gerade hier lang. Dann nochmal da lang. Dann müsste er hier quasi wieder ein bisschen hoch und da ran. Jo, passt doch. Denn von hier noch einmal. Hier wieder so ein bisschen schräg runter. Zack. Hier dann so weiter. Zack. Hier wieder so ein bisschen rundlich rum. Ja, das passt doch. Sehr schön. Hier runter. Bis ungefähr da. Hier wieder so ein bisschen rum. So. Dann hier wieder ran. Zack. So kommen sie da auch nicht rein, ohne dass sie bezahlen müssen. Ne? Weil, wie sieht der Zaun aus? Moment. Ziemlich großer Zaun, ne?
vollgegammelt. Müsste mal gereinigt werden. Von innen ist er sauber, von außen, naja. Behauptst du, da ist ein Zaun rum? Sehr schön. Und hier könnte man ja noch eine Nebenstraße durchziehen oder so. Aber da kümmern wir uns schon später drum. Strom hat er. Ich möchte jetzt gerne erstmal, wir kriegen mich schon wieder Wohngebiet-Nachfrage und vor allen Dingen eine riesen Geschäftsnachfrage. Hier erstmal weitermachen. Und zwar bauen wir jetzt erstmal ein paar kleine Geschäfte mit zwischen. Zack. Da nochmal hin. Und hier selbstverständlich. Genau wie da und da. Da. Da von mir aus nochmal. Da auch. Und da. Große mit zwischen. Aber da diesmal nicht ganz so viele von. So. Na, dann er da. Und von mir ist hier nochmal. So, Wohngebiete. Zack, zack, zack. So, hier kommen wieder kleine an die Ecke. Dann passt das Ganze nämlich. Da nochmal ein bisschen. Da und hier. Da ebenfalls. Und da. So, vielleicht ein, zwei Büros damit zwischen. Zack und zack. Und der Rest werden große Wohngebiete. Tipp, 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 tipp. Hier nochmal, da ebenfalls, da auch, hier, hier, hier. So, dann könnt ihr sich hier nämlich auch weiter ausbreiten. So, da nochmal. Sehr schön. Ach guck mal, sind sogar schon dabei. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der hier unten auch Strom kriegt. So kriegen wir zumindest nach und nach die ganzen Gebäude mal zu Strom. Das wäre ja dann eigentlich nur noch das Stück hier unten, was fehlt. Jo. Das ganze Stück ist ehrlich gesagt auch größer geworden, als es anfangs geplant war. Das sollte gar nicht so groß. Aber gut. Die bauen sich hier schön auf. Strom verteilt sich, glaube ich. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier ankommt. Passt doch. Und das mit dem Müllproblem, das verstehe ich nicht. Die haben hier schon ihre eigene Müllzufuhr und die fahren ja auch überall woanders hin. 10 von 20, 6 von 20. Die setzen nicht mal alle ein. Vielleicht sollte man hier auch nochmal so eine Müllstraße hinbauen, so extra, dass sie von beiden Seiten reinkommen. Ich glaube, das Gebiet ist einfach zu groß für das kleine Stück da. Ah, das kriegen wir hin. So. Dann ziehe ich nochmal von hier ein gerade hoch, ungefähr so. Und dann einmal hier lang. Da können sie denn hin. Dann muss ich nur einmal kurz da die Ampel entfernen, Spur einstellen, Mülldeponien hinstellen. Dann passt das auch. Zack. Spüreimer. So, dann können die da hin. Da eine, hier eine. Dann können sie von der Seite nämlich auch noch losfahren. So, die brauchen wahrscheinlich Strom. Jo. Kriegen sie von hier. Zack. Wasser haben sie hoffentlich. Nein. Haben sie nicht. Zack. Denn hier nochmal. So, das müsste reichen, aber ich ziehe trotzdem den nochmal. Falls ich da später nochmal einen dritten hinbauen sollte oder so. Jo, jetzt dürften sie hier auch arbeiten. Da stiefeln sie alle los. 7 von 20, 7 von 20. Dann kümmern sie sich hier hoffentlich noch ein bisschen mit dazu. So, und die sind fleißig dabei. Strom hat sich verbunden, man sieht es. Jo, sehr schön. Das freut mich. Gut, jetzt haben wir natürlich mal wieder so gut wie keine Nachfrage, außer ein paar Geschäfte. Die sind wahrscheinlich aber auch noch nicht alle bebaut. Aber sie sind gerade sehr gut dabei. Ich baue hier nochmal ein bisschen mit hin. Kann man ja gleich mit vollbauen. Zumindest hier bis zur Straße hin. So, da nochmal ein bisschen, da ein bisschen und da und hier. Hier kommen noch ein, zwei Büros mit zwischen. Zack, zack, da die Ecke noch ein. Dann kriegen die da zumindest auch schon mal Strom. Ach, so eine U-Bahn-Station, alles klar. Ich wollte gerade sagen, was fehlt denn da? Ist da noch ohne Strom? So. Da ein bisschen. Hier. Zack, zack. Passt doch. Und dann kommen hier wieder große zwischen. So. Dadurch, dass ich rundherum im Außenkreis da schon komplett Strom habe, verbinden die sich auch relativ schnell. Und das ist das Gute daran. Bloß hier dürfte halt sehr viel Verkehr entstehen mit der Zeit. Wir sind nämlich fast auf 400.000. Wir sind bei 395.000. Viel fehlt da nur wirklich nicht mehr. So.
Und ich bin... Entschuldigung. Am Überlegen, vorne am Zoo so eine kleine Freizeitmeile hinzubauen. Obwohl am Zoo würde eher so eine Biomeile passen, ne? Finde ich. So, und zwar haben wir hier noch Baufläche frei? Ja. Hier, nur so den Zoo lang hier quasi. Das müsste doch gehen, ne? Wenn ich jetzt... wo sind die jetzt? Da. Hierauf gehe, den kleinen nehmen. Ah, ich weiß nicht, kann ich das mit dem Zoo bekreuzen? Müsste ich mal gucken. Nee, ne? Ah, den brauche ich. So. Hier so eine kleine... Doch, das geht. Okay. Die Gebiete lassen sich kombinieren. Gott sei Dank. Dip, 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 dip. Bis ungefähr hier. So eine kleine Freizeitmeile. Freizeit nicht. Biomeile meine ich. Also selbstversorgende... Na, wie heißen die? Biologische lokale Herstellung. Genau, die meine ich. So. Gewerbe. Die da. Genau. Die da rein. Ist es jetzt drin? Ja, ne? Ist drin. Okay. Und da ich jetzt noch ein paar Geschäfte hinmache, da möchte ich aber ehrlich gesagt ungern große hinhaben. Hier kommen einzig allein kleine hin. Na gut, die Stromleitung stört da ein bisschen. Die kommt später weg, sobald sich das hier anderweitig verbunden hat. So. Dann kann sich hier nämlich ein bisschen Bio aufbauen. Passt, finde ich, zum Zoo eigentlich ganz gut. Ach, guck mal, hier frisst er sich auch schon weiter. Sehr schön. Ja. So, ich habe hier aber auch außenrum keine Stromleitung mehr, die ich nicht brauche. Ne? Ich meine, da wird zwar ein Ende reichen, aber zwei sind nur besser als eins. Hier ist es noch verbunden. Ja, passt. Und die kommt so oder so später weg, sobald sich das hier irgendwie an der Seite verbunden hat. Aktuell geht das aber alles. Baut sich relativ gut auf. Das ist schön. Gut, dann machen wir jetzt mal kurz eine Stippvisite zum Industriegebiet. Hier ist es nämlich wahrscheinlich sehr, sehr voll geworden. Und die Quarke nach... Habe ich gerade gesehen, ist gerade wieder weggegangen. Nicht genügend Waren. So, hier ist es relativ voll, aber es geht. Wie sieht's da aus? Hier ist es noch voller und es geht gar nicht. Hier wollen die alle rechts rein und raus, aber viele wollen sich hier reinquetschen. Obwohl ich das hier eingestellt hatte, kommen die immer noch nicht schnell genug weg. Hat sich das denn hier inzwischen geklärt? Hier geht's einigermaßen. Viele fahren schon geradeaus weiter. Bis auf die, die hier querschießen. Aber hier... wieso ist denn das hier so voll? Die führt hier rum, ne? Darauf. Okay, der Kreisel ist nicht voll. Ah, die stauen sich hier immer noch mit den Linksabbiegern. Und wenn ich... Moment. Da müsste ich mal an die Vorfahrtsregelung gehen. Hier so ein bisschen... Das hier ist eine Vorfahrtstraße, das hier ist Vorfahrt 8. So. Hier wäre das, hier ist schon, hier ist auch. Dass sie da ein bisschen schneller wegkommen, dass sie hier zwischendurch mal anhalten müssen, weil von hier kommen ja gar nicht so viele. So müssten sie doch besser rumkommen, oder? Ich meine, ich sehe jetzt nichts davon, dass sie anhalten, aber doch. Hier kommen sie relativ gut weg. Das ist halt, weil sie sich immer noch gegenseitig blockieren. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass hier zu viele links abbiegen, oder? Das ist ehrlich gesagt auch ziemlich doof geregelt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser wäre das, glaube ich, diese hier zur Vorfahrt zu machen, genau wie die. Und hier die zur Vorfahrt achten. Weil so viele kommen von unten hier auch nicht. Es fahren mehr rein, als rauskommen. Also hier in die Straße fahren mehr rein. Wie staut sich das hier wieder? Und hier wollen halt immer noch sehr viele links ab. Die fahren hier halt diesen dämlichen Umweg, was sie gar nicht sollen. Ich wette mal, aber wenn ich dir das hier verbiete, fahren sie da ab. War vielleicht nicht die beste Idee, die durch das Gebiet durchzuführen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die da extra anzuschließen. Ah, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Quaken hier würden noch nicht genügend Waren, das habe ich aber befürchtet.
ist es einfach zu viel Verkehr. Ah, zwischendurch klärt sich das hier immer wieder, ne? Naja, lassen wir das erstmal so sein. Irgendwann gibt sich das schon hoffentlich. Hier dann mal kurz nachgucken, wie hat sich das denn hier aufgebaut? Naja, geht, ne? Wir kriegen eine Industrienachfrage wegen Arbeitsplätzen wahrscheinlich. Müsste ich mal gucken. Arbeitslose Bürger 5%. Ja, die Arbeitslosenzahl steigt. Okay. Aber ich kann nicht noch mehr Industrie bauen, weil die quaken ja jetzt schon rum. Wir haben nicht genügend Waren. Da wären wohl besser... Ich mache hier mal so eine Büroecke. Soweit gibt es hier auch in Wirklichkeit. So ein Viertel, wo nur Büros stehen. So. Zack, zack, zack. Genau wie hier. Da dürften noch zumindest wieder ein paar Leute Arbeit finden, hoffe ich mal. So, mal sehen, wann die sich aufbauen. Dann dürfte auch die U-Bahn-Station Strom kriegen. Sobald sie es da... Ja, jetzt dürfte sie Strom kriegen. Definitiv. Sehr schön. Na, dann sind wir doch schon fast da angekommen. Und eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, wie ihr geschrieben habt, hier noch so ein, ja, Kreisel zu bauen, wie da auch. Aber ich glaube, hier baue ich das erst aus einzelnen Straßen. Wir haben genug Kreisel. Mich wundert es, dass sich hier kaum was aufbaut. Ist wohl doch nicht so gefragt, obwohl wir Gewerbenachfrage haben. Diese Biomeile. Aber hier kommt das. Die Büroecke baut sich auch gerade schön auf. Ja, sehr schön sogar. Strom müsste dadurch doch jetzt auch. Ja, es ist so schon überall verbunden. Wunderbar. Das Problem ist, ich muss jetzt halt immer wieder zwischendurch warten, bis sich das aufgebaut hat. Da kommen wir ja so nicht weiter. Und was ich hier unten hinbaue, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Und diese Müllprobleme, die machen mir so langsam echt Sorgen. Es ist alles abgedeckt. Wir haben mehr als genug Müll. Ich weiß nicht, wo die alle rumhängen. Die fahren hier spazieren und nehmen keinen Müll mit. Ist wohl so ein Problem des Spiels, wenn das zu groß wird. Weil wir haben mehr als genug Müllwagenabdeckung. Ja. Gut, hier oben nicht unbedingt, aber ansonsten überall. Aber hier kann ich auch keine Mülldingsbums mehr hinbauen. Ich wüsste nicht, wo. Hier sind ja die Wasserversorgung, da kann ich so oder so keinen Müll hinmachen. Ich verdrecke ja das ganze Wasser. Wird da auch nicht passen. Hier ist ein Zoo. Na, könnt ihr hier zwar schon hinbauen, aber das wäre ja mitten... Nee, das geht nicht. Das ist ein Park oder sowas, ne? Wäre aber vielleicht sogar ziemlich wichtig. Ich probiere es mal. Ich hoffe, das ist nicht allzu viel Dreck. Dann ist das hier unten zumindest ein bisschen besser mit abgedeckt. So, was waren das denn hier? Geschäft oder was? Biobuden. Okay, Mülldeponien in den Bioläden. Warum nicht? Können sie gleich im Bioabfall da ablagern. So. Aber ansonsten, ja, das mit Müll macht mir echt Sorgen. Massive Sorgen. Und wie schnell die sich hier aufbauen, ne? Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Wasserversorgung? Heizung ist okay. Wasser wird langsam eng. Das war aber zu erwarten. Strom dürfte dicke reichen. Ja. Ja, da muss ich mich wohl nochmal um Wasser kümmern. Ab was haben wir noch ein bisschen, aber Wasser reicht nicht mehr. Wo haben wir denn unsere ganzen Wasserpümpchen stehen? Da stehen welche, da stehen welche. Und die haben wir überall verteilt, ne? Hier wäre aber auch noch Platz für Wasserpumpen. Oder? Ja. Wenn ich hier jetzt so eine Keimauer lang ziehe und da noch Wasserpumpen hinstelle, das müsste doch gehen. Keimauer, Keimauer, die wäre... War hier, ne? Ja, da ist sie. Okay. Einmal darauf. Kiste, ja gut, die kriege ich da jetzt nicht so rum, wie ich es gerne hätte. Hier müsste ich mal, das reicht auch erstmal, ein bisschen Terraforming machen. Durch diesen Erdbebenkrater da. Aber hier sollen ja jetzt eh nur die Wasserpumpen hin. So, eins. Zwei. Ich hoffe, die ziehen jetzt hier nicht das komplette Wasser weg. Weil hier sind ja auch noch die Schiffe unterwegs.
Nicht, dass ich wieder meine Hefen aufs Trockene setze. Da hatten wir ja auch schon zur Genüge. Das muss ja nun auch nicht nochmal sein. Denn wäre da nochmal und hier nochmal so. Wo schließe ich die denn an? Am besten hiermit, hm? Ich nehme aber Heizungsrohre. So, so. Sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben viele, ehrlich gesagt. So, und damit ran. Da eh alles verbunden ist, dürfte das mehr Wasser in den Umkreis pusten. Strom haben sie sogar, sehr schön. So, das habe ich befürchtet. Die schnorkeln hier alles weg. Das kann aber auch sein, dass es nur der Anfang ist, dass sich das gleich wieder gibt. Aber ich hoffe, die sitzen hier jetzt nicht gleich auf dem Trocknen. Nee, geht, Gott sei Dank. Dürfte sich gleich eigentlich wieder geben. Die haben jetzt natürlich alle auf einmal Wasser gezogen. Ah, guck, hier kommt schon wieder Wasser an. Wasserverfügbarkeit ist sehr hoch gegangen. Das ist gut. Ah. Ich mache mir das ein bisschen Sorgen um die Schiffe, aber aktuell scheint es zu gehen. Ja, Wasser ist da wieder hingeflossen. Sehr schön. Zwischendurch saugen sie es immer wieder weg. Aber ich glaube, das gibt sich wieder. Hier läuft, glaube ich, gerade so eine Art Flutwelle lang. Dass es gleich alles wiederkommt. Muss eine Zeit lang beobachten. Wenn das nach einer Weile immer noch auf dem Trockenen steht, dann sind zu viele Pumpen. Oh, 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 oh. Aber ganz knapp. Im Moment können die hier gar nichts wegschnorcheln. Ja, gut, hier bahnt sich auch so langsam wieder ein Stau an. Aber es liegt daran, dass so viele hier rein wollen, ne? Und die mal wieder zu langsam rumkommen. Aber Kreise schneller machen geht nicht, dann fahren sie da alle durch. Das hatten wir ja auch schon. Es sollen ja die, die geradeaus wollen, schon auf der Autobahn bleiben. Ah, es ist, wenn zu viel da reinfährt. Abwarten, abwarten. So, wir kriegen wieder leichte Wohngebietnachfrage. Aber auch eine leichte Geschäftsnachfrage. Geschäfte hatten wir auch keine mehr. Erbe, wir haben genug Wohnfläche. Ich will jetzt noch einmal kurz was gucken. Wir haben... Ah, die Geburten sind Gott sei Dank wieder etwas höher gegangen. Die Arbeitslosenzahlen steigen immer noch. Warum? Wie sieht es hier eigentlich aus mit... Moment, Kinderkrankenhaus sind das. Einmal Altersheim haben wir hier gar nicht. Kinderkrankenhaus haben wir auch gar nicht. Haben wir hier vielleicht mal eins mit Zwischenbaut? Mein Schaden tut es bestimmt nicht, ne? Hier vielleicht noch eins mit hin. So. Und hier ebenfalls. Vielleicht ein einziges Altersheim. So. Na, ich werde hier mal ein paar Geschäfte hinbauen. Hier so eins, zum, aber nur die Ecke hier vorne, damit der schon mal Strom kriegt. So. Da kommt ein großes, da kommt ein großes und hier kommt ein großes. Vielleicht noch ein, zwei Büros dazwischen, weil irgendwie steigen die Arbeitslosenzahlen trotzdem. Da denn nochmal hin. Da, da und hier. Und da. Und ein paar große. Dann kann sich hier der Strom nämlich ganz gut verbinden. So. Ich hoffe es zumindest. Sieht gerade ein bisschen blöd aus. Wenn sie sich hier aber aufbauen, müsste es gehen. Die Frage ist, ob sie es tun. Ah, da wäre Büro und Geschäft. Also ich denke schon, dass sie das aufbauen. Nur eine Frage der Zeit, ne? Sind doch schon relativ zügig dabei. Stellenweise, obwohl das schnell läuft, das liegt aber auch daran, die Stadt ist mittlerweile so riesig, dass der Prozessor, also die CPU so viel berechnen muss, dass sie da einfach nicht mehr daherkommt und immer langsamer wird. Wenn man mal so betrachtet, die Stadt ist doch schon gigantisch. So, wir können ja mal, dafür habe ich ja diese schöne Mod, ich nehme einfach mal irgendein zufälliges, ein Taxi zum Beispiel. Dann sehen wir doch mal, wo er unterwegs ist. Warum fährt ein Taxi im Industriegebiet? Die Taxis sind eigentlich dafür da, um die Touristen durch die Gegend zu schippern. Aber, die Touristen stehen wohl auf stickige, verseuchte Luft. Da ist noch ein Müllwagen. Gut. Ivi, was steht da drauf? Ivi 437. Okay. Na, das kriegen wir wohin. Dann bin ich mal gespannt. Das Taxi fährt hier zumindest sinnlos durch die Gegend gerade.
Ob der aus dem Industriegebiet rausfährt oder ob der einfach nur im Kreis fährt. Ja, er fährt raus. Oder? Ja, das sind die Kacke-Anlagen hier. Da ist eine Müllabfuhr. Sieht schon teilweise mit diesen komischen hohen Brücken ziemlich futuristisch aus, ne? Ah, jetzt kommen wir doch langsam in den schöneren Stadtteil. Juhu! Okay, unter der Stadt ist nichts berechnet. Der ist im Tunnel. Aber die Kaimauern, die gehen Kilometer runter. Die Häuser sind hull von innen. Aber der dürfte hier wieder rausfahren, also ja. Oh, wir haben Leichenwagen von der Nase. Ja, ja, sieht man das Ganze nochmal auch etwas in besserer Sicht, ne? Ja, jetzt fährt er auch zwischen den schönen großen Häusern durch. Vor allem mit einem Mordstempo. Na, so soll es doch sein. So sieht es doch schick aus. Nicht allzu viel Verkehr hier, aber ein bisschen Verkehr ist. Da fuhr ein Schulbus. Jetzt sind wir hier in der kleinen Einkaufsmeile oder so. Jetzt fährt er schon wieder im Kreis. Keine Ahnung, wo der hin will. Und die Touristen müssen noch irgendwo hin wollen. Oder fährt er zum nächsten Taxistand? Dass die Touristen ausgeladen hat. Ich weiß es nicht. Hier steht er. Ist hier eine Ampel? Ich weiß bloß nicht, wo das jetzt gerade ist in der Stadt. Das ist halt das große Problem. Hier sind jeweils die Spuren noch nicht richtig eingestellt. Das war eigentlich eine Brücke. Das fährt er hier am Fluss entlang. Ach, das sind parkende Autos. Okay. Ah, beim Big Ben. Alles klar. Das fährt er hier wieder. Die fahren echt sinnlos durch die Gegend. Transportieren die überhaupt Leute? Ach ja, die Straße hier. Gut, aber hier ist auch nicht allzu viel Verkehr. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wo der hin will. Das sieht echt gerade aus, als wenn er sinnlos durch die Gegend fährt. Oh, da ist er angehalten und die spawnen. Okay. Na, sieht doch schon eigentlich schon ganz schick aus, die Stadt. So, hier muss ich halt ein bisschen abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Im Moment steigt zwar gut die Geschäftsnachfrage, aber ich kann ja nur auch nicht alles voll mit Geschäften klatschen. Ich meine, ich kann das ja bis zur Straße noch voll machen, das stimmt. Das schadet ja nicht. Dann haben sie noch ein paar Geschäfte. So. Ein paar große dazwischen. Mal abgesehen, die Geschäfte dienen ja auch als Arbeitsplatz, ne? Hier arbeiten sie ja auch. Also sollte ich vielleicht gar nicht zu viel Büro bauen. So, hier ein bisschen. Zumindest das Kinderkrankenhaus müsste auch arbeiten. Das hat inzwischen Strom. Denn da nochmal hin. Da, dann das. Hier die U-Bahn-Station hat hier inzwischen auch Strom. So, dann können sie das Stück hier nämlich auch noch aufbauen. Und das arbeitet, ne? Ja. Sehr schön. Hier nochmal auf Kinderkrankenhaus klicke. Das definitiv. Gut, sieht man da eigentlich, wie viele Kinder da drin sind? Besucher letzte Woche 0. Kinderbetreuung, Nutzer in der Stadt 176. Naja, das sind nicht allzu viele. Die meisten nehmen ihre Kinder wahrscheinlich mit zur Arbeit oder so. Keine Ahnung. Hier, diese Biomeile hat sich auch so... Die schreien alle nach Arbeit an. Aber das sollte nicht das Problem sein. Wir haben 6% Arbeitslose. Ist also genug da. Okay. Auf jeden Fall hat sich so eine kleine Biomeile hier aufgebaut. Hier sind die Bio-Kurzwaren. Da ist der Gebrauchtladen. Das ist eine... Ladestation für E-Autos. Muttis Blumenkohl. Ja, Mutti. Viel Spaß beim Verkauf. Dreimal der gleiche Laden. Angriff der Nährstoffe. Angriff der Nährstoffe, ja. Dreimal der gleiche nebeneinander. Muss ja gut laufen, nur wenn sie gleich drei Geschäfte nebeneinander sind. Okay, aber zum Zoo finde ich passt das. Hier ist mittlerweile auch mehr Betrieb. Ja. Der ist schon auf Stufe 2 und hat 529 Besucher drin. Ich meine, der macht zwar ziemlich viel Minus. Aber das haben die Zoos ja immer. Gut, dann sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.